Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in Tuttlingen, Konstanz, Lindau, Leutkirch, Heidenheim und Ellwangen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Heute mit einer Weltpremiere in Sachen Ofenbau, einer aktuellen Entscheidung zum Thema Mietpreisbremse und alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Vorsicht vor Dachhaien, wie Sie sogenannte Dachhaie erkennen und sich am besten schützen, wenn die Betrüger plötzlich vor Ihrer Tür stehen. Und Kimoto kommt. Ab März bringt eine neue Art von Kamin Wohlfühlwärme in Ihr Zuhause. Wenn es bei Ihnen derzeit an der Türe klingelt und jemand Fremdes Ihnen erklären will, dass an Ihrem Haus oder Ihrem Dach etwas nicht in Ordnung ist, seien Sie vorsichtig. Derzeit sind sogenannte Dachhaie hier in der Region unterwegs. Auf was Sie achten sollten, sehen Sie im folgenden Beitrag. Würden Sie einen Schaden an Ihrem Dach auf Anhieb erkennen? Als Laie sind Sie meist auf den Rat oder Hinweis eines Experten angewiesen. Und genau das machen sich Betrüger häufig zunutze. Immer wieder werden ahnungslose Hausbesitzer an der Türe mit vermeintlich günstigen Angeboten für angeblich notwendige Reparaturen gelockt. Sogenannte Dach- oder auch Fassadenhaie sind oft gut geschulte Verkäufer, die Opfer meist Senioren. Angeboten wird ein kostenloser oder vermeintlich preiswerter Dachcheck. Oder behauptet, man habe in der Nähe mehrere Baustellen und könne daher ein günstiges Angebot unterbreiten. In beiden Fällen sollten Hausbesitzer misstrauisch sein. Seriöse Handwerker klingeln nicht an ihrer Haustüre. Seriöse Handwerker kommen, wenn sie gerufen werden. Was an der Haustür von Dachhaien verkauft wird, ist oft Pfusch oder unnötige Arbeit. Nicht selten behaupten die angeblichen Handwerker, es seien schwere Schäden entdeckt worden. Eine komplette Sanierung sei unumgänglich. So lässt sich mancher Kunde schnell zur Unterschrift nötigen. Um das zweiwöchige gesetzliche Rücktrittsrecht bei Haustürgeschäften zu umgehen, wird die Baustelle meist noch am selben Tag eingerichtet. Kassiert wird direkt nach Abschluss der Arbeiten, am liebsten in bar. Das böse Erwachen kommt danach. Wenden Sie sich zunächst an Ihren örtlichen bekannten Handwerker Ihres Vertrauens und fragen Sie diesen an, ob da tatsächlich ein Schaden vorhanden ist, der zu reparieren ist. Denn geht es um Nachbesserung oder Gewährleistung, hat der Auftraggeber das Nachsehen. Die Dachhaie mit oft weit entferntem Firmenhauptsitz sind längst weitergezogen, auf der Suche nach neuen Opfern. Liebe Zuschauer, passen Sie also bitte auf, dass Sie nicht zum Opfer von Dachhaien werden und fragen Sie die Experten vor Ort oder in der Region. Alle weiteren Nachrichten zum Thema Bauen und Wohnen jetzt im Überblick. Laufende Waschmaschinen sollten nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt bleiben. Wer seine Waschmaschine am Samstagmorgen anstellt und dann übers Wochenende wegfährt, handelt grob fahrlässig. Gerätedefekte können zu Wasserschäden oder Überschwemmungen führen. Um dies zu vermeiden, können sogenannte Aquastoppventile eingebaut werden. Diese verhindern, dass im Falle eines defekten Schlauchs das Wasser weiter durchfließt. Wer verreist, muss sich bei einer Maschine ohne Aquastopp vorher vergewissern, dass der Wasserzulauf abgestellt ist. Mietpreissteigerungen sollen künftig gesetzlich begrenzt werden. Darauf hat sich die Große Koalition jetzt geeinigt. Ein unkontrollierter Anstieg von Mieten soll damit nicht mehr möglich sein. Vermieter haben bei Neuvermietungen von Wohnungen die Miete bisher um bis zu 50% erhöht. Mieter ohne hohes Einkommen finden daher kaum bezahlbaren Wohnraum. Jetzt dürfen Eigentümer bei einer Neuvermietung nur noch maximal 10% auf die bisherige Miete draufschlagen. Ausnahmen gelten bei Neubauten oder umfassend sanierten Gebäuden. Mehr Informationen zum Thema Mietpreisbremse kommende Woche hier bei Bauen und Wohnen schalten Sie ein. Bei uns geht es nun weiter mit wichtigen Verbraucherinformationen und dann mit einer echten Weltpremiere. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Musik.
Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Funktioniert nicht immer. Ihre Altersabsicherung verursacht Bauchschmerzen? Sie möchten Ihren Lebensstandard im Alter sichern und erhalten? Investieren Sie in den größten Wachstumsmarkt der nächsten Jahrzehnte mit dem Erwerb eines Pflegeappartements von Römerhaus. Lassen Sie sich bei uns fachkundig beraten. Mit über 5% liegt die Rendite höher als bei vergleichbaren Investitionen. Denken Sie heute schon an die Zukunft. So können Sie sorgenfrei die Gegenwart genießen. Römerhaus, seit über 30 Jahren. Stabil, sicher, sorglos. Hallo? Hallo Sie? Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft. Ob die eigenen vier Wände oder als sicheres und langfristiges Renditeobjekt. Die Tuttlinger Höfe sind eine sichere und solide Kapitalanlage. Nutzen Sie Ihre Chance und investieren Sie jetzt in eine sichere Zukunft im Herzen von Tuttlingen. Die Tuttlinger Höfe. Modern, attraktiv und renditestark. www.tuttlingerhöfe.de. Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom eigenen Zuhause. Unkompliziert und individuell. Präzise kalkuliert, fix und fertig. Schwörerhaus. www.schwörerhaus.de. Hausbau Energie. Die Hausbaumesse im Raum Tuttlingen feiert 10-jähriges Messejubiläum. Alles rund um Bauen, Kaufen, Wohnen, Modernisieren und Sanieren. Spezialisten aus der Region stehen Ihnen an einem Ort, an einer Veranstaltung zur Verfügung. Vom 6. bis 8. März in der Stadthalle Tuttlingen. Vorbeischauen lohnt sich. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Unser Studiogast heute, Thomas Wiedmer von Wiedmer Ofenbau in Ostrach. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Bonach. Feuer für den Kamin. Was ist eigentlich das Geheimnis von Feuer? Ich würde sagen, in kurzen Worten gefasst, es ist die Energie der Sonne. Die Energie der Sonne, also auch die Lebensenergie. Und wir stellen jetzt eine Weltpremiere vorab ein bisschen vor, und zwar Kimoto. Und was sich genau dahinter verbirgt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Mehr als 50 Jahre Erfahrung und mehr als 5 Jahre Entwicklungszeit stecken in diesem Kamin. Noch ist das Aussehen geheim. Im März wird der Kimoto offiziell vorgestellt, eine Neuheit auf dem Markt. Die Idee entstand vor etwa 6 Jahren, als ein Architekt mit einem speziellen Wunsch auf den Ofenbauer Thomas Wiedmer zukam. Er braucht was, das nicht hoch ist, das den Raum definiert, nicht teilt, der den Raum offen lässt. Und da hat man, den Wunsch war einfach ein flacher Kamin, und aus dieser Entwicklung, aus diesen Gesprächen raus, hat es dann in uns gereift, sage ich mal, und ist mir dann jetzt heute zu dem Kamin gekommen, den man einfach modular, flexibel, aber flach in dieser jetzigen Form haben kann. Entgegen der typischen hohen Form von Kaminöfen erinnert der Kimoto eher an ein Sideboard und soll sich damit wie ein Möbelstück in den Wohnraum einfügen. Gefertigt wird die Kaminneuheit in Handarbeit. Die einzelnen Module werden zugeschnitten und in der Werkstatt zusammengebaut. So können Wünsche in Form und Design berücksichtigt werden. Für den Kunden hat diese Bauweise aber noch einen anderen Vorteil.
Einer der Hauptvorteile ist, dass wir durch die Art weniger Aufwand auf der Baustelle haben, weniger Schmutz, auch die Baustellenabläufe verkürzt sind. Und ja, man hat die Handwerker nicht so lange im Haus, wie wenn man es anders macht. Preislich liegt der Kimoto bei rund 14.000 Euro für die klassische Variante. Möglich ist fast alles, ob verkleidet mit Beton, Stahl, Kupfer, ob mit oder ohne Sitzbank, ob kleine oder größere Glasfront. Am Ende kann sich die Investition aber rechnen. Der Kimoto eignet sich vor allem für Neubauten mit niedrigem Energieverbrauch. Ebenso für offene Räume, die mit einem Kamin natürlich beheizt werden. Doch bevor wir uns jetzt die Finger verbrennen und zu viel über Kimoto verraten, endet der Beitrag an dieser Stelle. Clever gemacht von Claudia Zidor, nicht zu viel verraten. Also Kimoto, was ist das Besondere an diesem neuen Ofen? Die Form. Die Form, wie schon erwähnt, die sich flach in den Wohnraum einschmiegen kann, die das Feuer wirklich wieder in den Mittelpunkt rückt, in den Mittelpunkt des Wohnens, des sozialen Lebens, der Familie, wie früher. Ich wollte gerade sagen, wir kennen das alle so Urzeiten, als wir noch in der Höhle gewohnt haben, wir nicht, aber unsere Ur-Ur-Urväter sozusagen. Genau. Wohin geht denn der Trend beim Ofenbau? Jetzt haben wir Kimoto, was natürlich groß ist, exklusiv auch ist. Insgesamt habe ich, welche Materialien verwende ich heute? Man kann im Ofenbau heute fast alles verwenden, was irgendwie Temperatur aushält. Stahl ist, würde ich sagen, zurzeit sehr trendige Oberfläche, die man da einsetzen kann, aber auch Beton, die man sonst auch in der Architektur sieht, wobei wir da im Moment gerade schon wieder ein bisschen einer neuen Art Betonoberfläche basteln. Man kann genauso die traditionelle Kachel, wie sie früher war, wieder neu einsetzen. Wird heute alles auch per Hand gefertigt. Da kann man sehr schöne Akzente setzen. Also Design und Form fast unendlich, habe ich auch gesehen, als ich bei Ihnen in der Ausstellung spazieren gelaufen bin. Was ist jetzt aber das Besondere an Öfen? Öfen sind nicht nur Öfen in der heutigen Zeit, es sind auch Energiespeicher. Es sind Energiespeicher, es sind Einrichtungsgegenstände. Sie sind von der Wärme heute so, dass man wirklich schon teilweise ganze Häuser damit heizen kann. Also ich kenne den Ofen noch so, ich mache an, es wird schnell heiß und danach auch schnell wieder kalt. Heute ist das anders. Nein, genau. Das ist uns sehr wichtig, gerade bei Kimoto, dass sie mit wenig Holz lange Wärme haben, angenehme Wärme, die den Raum nicht mehr überheizt, sondern wo man sich wirklich auch wohlfühlen kann. Das ist eine echte Handarbeit auch in Ostrach. Jetzt sprechen wir aber über die Oberklasse, wenn wir ein Auto nehmen als Beispiel. Kann ich bei Ihnen vielleicht auch die A-Klasse, B-Klasse oder C-Klasse kaufen? Absolut. Sie können aus einem breiten Portfolio, das wir schon gut ausgesucht haben, fast jede Art an Ofen bekommen. Bei Ihnen hat das ja auch Familientradition. Auch wenn ich jetzt komme und sage, ich hätte gern das und das Design, dass Sie das mal umsetzen können. Ja, doch. Also die Tradition ist bei uns ganz hochgeschrieben, über 50 Jahre wird uns das Wissen über das Feuer schon weitergegeben. Und gerade im Bereich Individuellen, da sehen wir auch unsere Kernkompetenz, dass wir auf den Kundenwunsch eingehen können, auf die Wünsche vom Architekten, vom Planer, vom Bauherrn wirklich sein Einrichtungsstil umzusetzen, dass den Raum, die Architektur noch mal unterstreicht mit dem Kaminfeuer. Herr Wiedmer, letzte Frage für heute. Wann findet nun die Weltpremiere statt und dürfen unsere Zuschauer einfach vorbeikommen? Es ist jeder herzlich willkommen. Die findet statt am 7.3. in Ostrach, ganz auf dem Land. Man findet das aber gut? Man findet es super. Ab 10 Uhr sind wir da und freuen uns auf jeden Besucher und Interessenten. Herr Wiedmer, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche zwei ganz spannende Themen. Zum einen, welche Farbtrends gibt es jetzt im Frühjahr? Und wir werden Ihnen verraten, welches die beste Temperatur zum Schlafen und Kuscheln im Schlafzimmer ist. Seien Sie gespannt, bis nächste Woche. Tschüss!
Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.